Willkommen zurück, herzlich willkommen zum Policy Pitch Digitale Bildung in der 19. Legislaturperiode. Sie wissen, von Startups lernen heißt Siegen lernen. Vieles wird heute so behandelt, als wäre es ein Startup. Heute auch 5 Parteien. Wir haben Abgeordnete von CDU, SPD, FDP, Linke und Bündnis 90 Die Grünen eingeladen, die jeweils in einem Pitch von 4 Minuten ihre Policy in Sachen digitale Bildung vorstellen werden. Danach gibt es eine unbarmherzige Befragung durch eine eisenharte Jury und am Ende werden wir dann nicht nur erleben, wie Politiker ins Schwitzen gekommen sind, sondern wir werden auch ein Elder Statesman-like Fazit bekommen von der Jury darüber, welche Elemente welcher Policy am vielversprechendsten waren. Und so wir das mit dem Zeitmanagement gut hinbekommen, habe ich hinterher auch noch ein paar Minuten Gelegenheit, mit den Abgeordneten zu sprechen, wo dann die üblichen Vorwürfe ausgetauscht werden können. Du hast aber von mir abgeschrieben. Nein, wir haben das schon vor 10 Jahren gefordert. Und dann schauen wir einmal, wer sich dabei am besten schlägt. Nun darf ich Ihnen zunächst aber einmal unsere Jury vorstellen. Das handelt sich um Senior Vice President und General Manager von Dell EMC Commercial, Doris Albiez. Bitte kommen Sie zu mir. Bei uns auch Senior Vice President Human Resources Development bei der Deutschen Telekom, Dr. Elke Frank. Frau Frank. Und der Schulleiter der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin, der er vorhin selber Jakobs kleine Schule genannt hat, Jakob Chamon. Herzlich willkommen. Ich werde Ihnen jetzt gleich, Sie können ruhig ein bisschen sich verteilen. Jeder und jede bekommt ein Mikrofon, damit Sie auch gleich, wenn der Pitch vorbei ist, zu unbarmherzigen Fragen kommen können. Bei so Innovators-Pitches sind ja meistens Fragen wie, das soll ein USP sein, haben Sie überhaupt eine anständige Marktanalyse gemacht, wie viel wollen Sie mit dieser Policy verdienen? Heute nehme ich an, wird es ein ganz kleines bisschen anders sein, aber bitte ähnlich konsequent und investigativ. Und damit kommen wir zu unserer ersten Abgeordneten, die pitchen wird, das ist Dr. Wiebke Ester von der SPD. Herzlich willkommen, Frau Ester. Ich werde mich an diesen Bühnenrand da zurückziehen und werde Ihnen nach 3 Minuten kurz den Hinweis geben, dass Sie noch 1 Minute haben. Ja. Und nach 4 Minuten stelle ich mich dann ganz auffällig neben Sie. Ja? Alles klar. Die Uhr läuft hoffentlich gleich mit. Jetzt läuft sie. Das wäre noch ganz gut. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe keine Präsentation mitgebracht, weil ich der Überzeugung bin, dass wir die Digitalisierung als allererstes mal analog verstehen müssen. Und wenn man 4 Minuten redet und ich habe 3 Punkte mitgebracht, dann glaube ich, ist die Struktur so klar erkennbar, dass eine Präsentation entweder davon ablenkt, dass Sie mich angucken oder irgendwelche anderen Sachen erzählt, als das, was ich zu erzählen habe. Und ich glaube, das lenkt dann nur ab. Die SPD ist natürlich auch der Auffassung, dass wir mitten in der digitalen Revolution sind. Die Revolution 4.0 ist um uns herum. Sie wird alle gesellschaftlichen und beruflichen Felder umfassen und wir sind der Überzeugung, dass wir das mitgestalten wollen und auch mitgestalten müssen. Und ich möchte jetzt noch auf 3 Grundsätze eingehen, die für die SPD an der Stelle wichtig ist. In allen Feldern, wenn wir die Digitalisierung politisch mitgestalten wollen, dann geht es darum, dass wir Chancengleichheit gewähren, dass wir Selbstbestimmung der Menschen sicherstellen und dass wir gesellschaftliche Teilhabe für alle ermöglichen. Das bedeutet für die Bildungspolitik, dass wir in allen Schulen und allen Institutionen alle notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen müssen, dass die Menschen lernen, mit der Technik umzugehen. Ich glaube aber, wir müssen weitere Kompetenzen den Menschen ermöglichen, zum Beispiel Abgrenzungsmanagement, nicht immer 24 Stunden online sein zu müssen, damit umgehen zu können, wann gehe ich online, wann gehe ich nicht online. Wir müssen die Selbstbestimmung sicherstellen, indem wir den Menschen die Wahl geben. Wir müssen bei der Digitalisierung vorangehen, wir müssen aber denjenigen, die länger brauchen, um da mitzugehen, die Möglichkeit geben, die gewohnten gesellschaftlichen Angebote, die Politik macht, auch weiterhin zu nutzen und müssen das verbinden mit einer guten Strategie im Bereich der Weiterbildung, also den Menschen die Möglichkeit geben, ihr gewohntes Leben so lange so weiterzuleben, bis dann Weiterbildungsmechanismen greifen und sie über Weiterbildungsmöglichkeiten nicht nur die Möglichkeit haben, ihren Beruf weiterzubehalten, sondern im Prinzip auch ihr gesamtes gesellschaftliches Leben, sei es zum Beispiel die Gesundheitsvorsorge oder also Prävention, aber auch Gesundheitsfürsorge, digitale Mechanismen dazu nutzen.
gesellschaftliche Teilhabe ist der dritte Punkt. Die müssen wir unabhängig vom Geldbeutel die Digitalisierung so gestalten, dass wir es allen Menschen ermöglichen, dass sie in allen Schulen die Möglichkeit haben, dass was man an Kompetenzen lernen muss und was man im Umgang mit Technik braucht, dort lernen kann, dass es nicht dazu kommen kann, aufgrund einer Policy von Bring Your Own Devices, dass die Menschen deswegen eine andere Schule wählen müssen. Aber ich will noch zum Thema Bring Your Own Devices sagen, dass ich die Wahrnehmung habe, dass es ganz oft an der Diskussion vorbeigeht, ob das wirklich das relevante Mittel ist, weil ich glaube, dass wir zum Beispiel in dem Hochschulbereich gar nicht mehr so sehr brauchen, dass die Leute irgendwie ihre Anfangsgeräte mitbringen, denn dann, sobald es an zum Beispiel Simulationsbereiche etc. gibt, haben wir doch die Anforderungen, dass auch an die Gerätschaften bestimmte Anforderungen, Programme etc. gestellt werden, und darum müssen wir im Prinzip als Staat und als Politik die Anforderung erfüllen, dass es eine Ausstattung von Schulen, von Bildungsinstitutionen in die Richtung gibt, dass dort alle daran teilhaben können. Halbes Minütchen noch oder sind Sie dann schon am Ende? Vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Wiebke Ester. Danke sehr. Und schon kann es losgehen mit den Fragen der Jury. Ja, vielen Dank, Frau Ester. Sie hatten gesagt, einer Ihrer drei Prinzipien ist Chancengleichheit. Sie wollen Schwächere mitnehmen, Inklusion, Stichwort etc. Was ist jetzt anders an Ihrem Konzept als die letzten Jahre? Thema Chancengleichheit? Nee, ich hab gar nicht die Behauptung aufgestellt, dass etwas anders ist, sondern die Digitalisierung ist für uns nicht das Ziel, wo wir alles nach ausrichten, sondern wir haben Grundprinzipien, dazu gehört die Chancengleichheit im Bildungssystem, und wir müssen die Digitalisierung, die Chancen, die das bietet, jetzt so politisch gestalten, dass wir die Möglichkeit haben, dass eben nach Chancengleichheit alle davon profitieren. Das ist nichts Neues als Ziel, sondern das Neue wird sein, dass wir das so ausgestalten, dass die Chancengleichheit bestehen bleibt im Rahmen der Digitalisierung. Danke. Ganz kurz dazu, Sie haben gesagt, Sie sind gegen Bring Your Own Device und möchten die Chancengleichheit haben. Das heißt, Sie müssen unglaublich viel investieren. In dem neuen Vertrag ist nicht so viel Geld abgesetzt. Wie würden Sie das sichern, ganz konkret innerhalb der nächsten 3 Jahre? Wie schaffen Sie es, dass die Kinder, wenn die keinen Computer mitbringen dürfen, mit Endgeräten arbeiten können? Die Kritik, die Sie gerade am Koalitionsvertrag formuliert haben, teile ich. Ich habe es als Kritik verstanden. Ich habe auf jeden Fall an der Stelle, sage ich ganz ehrlich, einen Kritikpunkt, weil das ist natürlich genau die Frage, vor der wir stehen. Wir haben die begrenzte finanziellen Ressourcen, und die Frage ist, wo setzen wir sie prioritär ein. Ich habe mich nicht dagegen ausgesprochen, dass Kinder das nicht mitbringen können. Aber wir können nicht den Grundsatz Bring Your Own Devices behalten in der Bildungspolitik, wenn es nicht staatliche Förderungen gibt, die dann so aufgebaut sind, dass Schülerinnen und Schüler, die sich das aufgrund der finanziellen Situation des Elternhauses nicht leisten können, davon ausgeschlossen werden. Also es darf nicht die Maßgabe sein, Bring Your Own Devices. Es muss die Möglichkeit geben, Your Own Devices zu bringen. Aber es muss halt auch daneben die Angebote geben, die dann staatlich gefördert den Kindern das erleichtern oder ermöglichen, trotzdem damit zu arbeiten. Wann gibt es dann WLAN in den Schulen? Ich hoffe, relativ schnell. Ich bin noch Mitglied des Rates, habe vorher Kommunalpolitik gemacht. In Bielefeld haben wir das jetzt auf den Weg gebracht in meinem Wahlkreis. Super, vielen Dank. Glauben Sie, dass die aktuellen Lehrpläne, die wir haben zum Thema Digitalisierung, noch die richtigen sind? Nein, da besteht meines Erachtens Nachholbedarf, und ich finde, eine ganz wichtiger Aspekt bei der Frage der Lehrpläne ist, ich halte wenig davon, einmal in der Woche eine Stunde Digitalisierung anzubieten, sondern ich bin der Überzeugung, dass wir in allen Bereichen das mitdenken müssen. Die wichtigste Aufgabe, die wir dabei haben, ist erstmal eine Lehrerfortbildung zu machen, und es muss dann in allen Bereichen im Prinzip als Kernkompetenz mitgeführt werden. Wenngleich ich nicht für ein Schulfach plädiere, halte ich es aber auch wichtig, dass schon im Lehrplan verankert sein muss, wo solche Themen wie zum Beispiel Umgang mit Quellen, also Bewertung von Quellen, Umgang mit Datenschutz, was mache ich, wenn meine Daten weitergegeben werden, die technologischen Sachen etc., dass das schon bewusst, also irgendwo verankert sein muss in einem Fach, und dann muss aber im Prinzip der Umgang, die Kompetenzen, wie zum Beispiel ein Abgrenzungsmanagement etc., das muss durch alle Fächer hinweg dann durchdekliniert werden und gelebt werden am Ende in der Schule. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank, Wiebke Ester. Dankeschön.
Ihr seid wirklich nicht auf Kuschelkurs. Was auch bestimmt der nächste Abgeordnete erfahren wird, der kommt von der FDP, es ist Dr. Jens Brandenburg. Handmikro? Ja, vielen Dank. Sehr gut, da ist der Klicker und die Zeit läuft. Ja, vielen Dank. Digitale Bildungsagenda, breites Feld. Ich würde mich jetzt in den 4 Minuten mal konzentrieren wollen auf digitale Bildung an der Schule. Wir haben heute ja mehrfach gehört, die Schüler von heute werden morgen in Jobs arbeiten, die es heute noch nicht gibt, also brauchen wir auch neue Methoden. Nicht die von gestern, soweit dürfte das ja weitgehend Konsens sein. Ich würde jetzt gerne mal drauf schauen, was bedeutet das denn konkret? Erstens denke ich an eine technische Ausstattung der Schulen. Es bringt reichlich wenig, wenn Sie in jedem Klassenzimmer ein tolles Smartboard haben, was aber mangels Glasfaseranschluss erstmal 5 Minuten braucht, bis es dann hochgefahren ist und online ist. Dasselbe gilt für WLAN. Ich denke an die Infrastruktur auch in den Schulen selbst. Sie werden als Lehrer relativ schnell merken, wenn Sie mal einen Laptop in die Schule, in den Unterricht einbauen wollen, wenn Sie erstmal beim Sekretariat einen der beiden nicht defekten Laptops ausleihen müssen und der erstmal 50 Updates runterläuft. Das Problem haben wir an vielen Schulen weiterhin noch, werden Sie relativ schnell den Geist aufgeben. Und ich denke auch an die Endgeräte der Schüler, mobile Endgeräte, zu denen komme ich jetzt in wenigen Sekunden. Wir haben eben einiges gehört zum Digitalpakt. Groß angekündigt 2016, seitdem ist eigentlich relativ wenig passiert. Jetzt im Koalitionsvertrag steht wieder drin, 5 Milliarden Euro über 5 Jahre hinweg verteilt. Wenn man gleichzeitig weiß, dass allein für die Rentenpolitik zusätzlich jetzt 100 Milliarden Euro bis 2030, also vor den Babyboomern, ausgegeben werden soll, sind diese 5 Milliarden, die nicht mal mit Haushaltsgeldern im Koalitionsvertrag hinterlegt sind, reichlich wenig, also falsche Prioritätensetzung. Bring your own device, haben wir eben gehört, wir haben das Ministerium gefragt, die rechnen sich den Bedarf schön, die sagen 5 Milliarden reicht locker aus, weil die Schüler bringen ja alle ihr eigenes Gerät mit. Kein Wort dazu, was mit denen ist, die vielleicht kein eigenes Tablet von zu Hause haben, kein Wort zu denjenigen, die vielleicht auch gerade mal ein Ersatzgerät benötigen. Wir sagen, das reicht nicht und wollen deshalb als Sofortmaßnahme 1.000 Euro pro Schüler investieren, als Budget für die Schulen, die dann selbst entscheiden können, welchen Bedarf sie vor Ort am dringendsten haben. Zweiter Bereich, digitale Kompetenzen, geht ja nicht nur um Ausstattung. Natürlich Programmierunterricht, ein breites Thema, wir brauchen mehr ITler, deshalb mehr Spaß am Programmieren, aber es geht vor allen Dingen auch um Kompetenzen. Problemlösungskompetenzen, also die Welt verändert sich immer schneller, wie gehe ich damit um, neues Problem runterbrechen und brauche eine neue Lösung, im Team am besten das dann lösen zu können, also weg vom reinen Vermitteln der Inhalte und des Wissens. Und natürlich auch die Medienkompetenz, das haben wir eben bereits gehört, auch kritisch unterscheiden zu können, was sind denn im digitalen Zeitalter im Netz vielleicht auch mehr oder weniger vertrauenswürdige Quellen. Da müssen wir ran an die Lehrpläne und vor allen Dingen an die Lehrerausbildung und Weiterbildung. Auch dazu haben wir heute bereits einiges gehört. Dritter Punkt, Bildung erlebbar machen. Auch für die klassische Wissensvermittlung gibt es viele tolle Ideen, wie man das, was man bisher vermitteln wollte, viel besser an den Schüler, an die Schülerin bekommt. Ein Beispiel, virtuelle Brillen, mit denen dann die Schüler durchs antike Rom laufen können, das mal spürbar machen können. Sie können genauso gut Videokonferenzen sich vorstellen, wenn Sie im Biologieunterricht oder Erdkunde beispielsweise mal spontanen Experten aus irgendeinem Naturpark, Grand Canyon beispielsweise, aus Neuseeland etc. dazuschalten. Bis hin zu Wirtschaftsplanspielen, vielleicht mit der Austauschklasse aus Frankreich, also vieles ist da denkbar. Wir wollen da vor allen Dingen eine höhere Bereitschaft wecken an den Schulen, aber auch in der Politik. Müssen so ein paar datenschutzrechtliche und urheberrechtliche Fragen sicher von politischer Seite klären und wollen den Schulen die Freiräume geben, das entsprechend zu lösen. Das Wichtigste an der Stelle, die Konferenz gibt es ja nicht zum ersten Mal, auch die vielen Diskussionen nicht. Wir müssen jetzt endlich weg von den Bedenken, von den theoretischen Diskussionen, uns mal trauen, auch einfach mal einen Fehler zu machen an der einen oder anderen Stelle, also jetzt in die Umsetzungsphase für mehr digitale Bildung an den Schulen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Jens Brandenburg. Der Ladebalken war aber auch erst bei 50%, habe ich auch gesehen. Bitte schön, liebe Jury. Herr Brandenburg, vielen Dank. Ich bin vor allem großer Fan von Lernen mit Brillen, Virtual Reality. Das klappt gut und ob man da Präsentorik oder durchs alte Rom marschiert. Wenn man aber das jetzt natürlich den Schülern zur Verfügung stellt, das kostet ja eine Stange Geld. Auch wenn sie die billigsten Brillen nehmen, haben wir das bei der Telekom gemacht. Das ist natürlich ein Invest, da müssen sie nur Logistik sich überlegen, was ist, wenn das Ding kaputt geht, wo geht es hin etc. Was haben Sie da für eine Idee?
Also wir haben ja, ich glaube, an einem der Stände habe ich das eben gesehen, diese ja da vorne, an dem Stand. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten mit den Smartphones und dann mehr oder weniger einfach oder günstigen Pub-Brillen, das zu kombinieren. Das Teure ist dann natürlich die Programmierung. Da soll natürlich nicht jede Schule selbst was für sich programmieren. Das sind Dinge, wenn ich jetzt sehe, dass Schulbuchverlage heute zum großen Teil unter digitaler Bildung verstehen, dass man Schulbuch von gestern einfach als PDF mit ein paar Videos anreichert. Das reicht ja nicht. Also wir wünschen uns mehr solche Möglichkeiten, virtuelle Realitäten an allen Schulen zur Verfügung stellen. Da muss man sich ja auch an zentraler Stelle mal investieren. Ein ganz spannendes Beispiel, was ich mal im Ausland kennengelernt habe, ist auch, wo Schüler in eine Pflanzenzelle hineinkrabbeln konnten quasi und sich mal anschauen konnten live, wie denn so eine Photosynthese funktioniert. Also ich setze da viel Hoffnung rein. Danke. Jetzt haben wir ja, Sie hatten viele gute Ideen, die haben mir gut gefallen, aber wie schaffen wir das, dass wir das einheitlich in Deutschland umsetzen, in allen Schulen? Ja, also wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Wir haben die Diskussion rund um Standards in der KMK und so weiter. Ich glaube, es wäre schon viel geholfen, wenn von Bundesseite endlich mal mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, und zwar unbürokratisch den Schulen, die dann selbst entscheiden können. Und auch die Diskussion rund um die nationale Bildungscloud, wo dann urheberrechtlich einwandfrei geklärte Inhalte zentral abrufbar sind. Das wäre sicher ein großer Schritt. Da kommt es aus unserer Sicht darauf an, vor allen Dingen an der Bürokratie einzusparen, dass man als Lehrer wirklich möglichst viel Freiraum hat, das auch umzusetzen. Letzte Frage von mir wäre denn etwas mit den Prüfungen. Wir haben ja gehört, dass es auch hier vielleicht geht um, wenn man Neues lernt, wenn man auf neue Art und Weise lernt, dann müssen die Prüfungen auch geändert werden. Zwei Fragen vielleicht dazu. Wann gibt es eine Zentralabitur in Deutschland und wann werden die anders aussehen als heute? Also ich glaube nicht, dass unser Bildungssystem besser wäre, nur weil die zentralen Abituraufgaben aus dem BMBF gestellt werden als irgendwo auf Länderebene. Ich glaube, die Herausforderung ist da eher, dass man mal zentrale Standards schafft, also mal überlegt, was erwarten wir denn beispielsweise von einem Abitur oder einem Realschulabschluss. Wann werden die Standards sich ändern von das, was wir heute kennen aus den Schulen? Genau, das ist der zweite Punkt. Ich habe ja eben gesagt, wir müssen aus meiner Sicht mehr von der reinen Wissensvermittlung, also noch mehr als bisher ja ohnehin schon, hin zu einer Kompetenzvermittlung. Ich denke, dass man dann durchaus auch in Prüfungen keine große Angst mehr haben muss, dass jemand ein Smartphone dabei hat und dann auf Wikipedia das Wissen absaugen kann, weil es ja eher um die Kompetenzen geht, wie ich das in schneller Zeit umsetzen kann. Also ich hoffe, dass wir in wenigen Jahren so weit sind, dass auch mit eigenen Tablets Prüfungen geschrieben werden können. Vielen herzlichen Dank, Jens Brandenburg. Dankeschön. Und damit sind wir schon bei Pitch Nummer 3 angelangt. Der kommt von Dr. Anna Christmann von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Christmann, bitteschön. Ja, die FDP hat immer ein bisschen die schöneren Bilder, das muss ich an der Stelle wertschätzend sagen. Aber ein paar Folien habe ich aber auch mitgebracht. In aller Kürze, digitale Bildung, endlich anfangen, ist, glaube ich, das entscheidende Motto bei diesem gesamten Thema. Der Kollege vor mir hat es natürlich schon gesagt, der Digitalpakt, der jetzt von der Bundesregierung gefeiert wird als die große Errungenschaft, dass man jetzt endlich anfängt, das Geld zu verteilen, ist natürlich etwas, was schon die letzten vor 2 Jahren angekündigt worden ist und eigentlich noch viel früher hätte auf den Weg gebracht werden können. Nicht zuletzt gab es eine Studie aus dem Jahr 2014, ICLS, Sie werden das hier in dem Kreis gut kennen, in der schon deutlich gemacht worden ist, dass die Digitalkompetenzen in Deutschland bei den Schülerinnen und Schülern besonders schlecht sind. Nicht jeder, der ein Tablet bedienen kann, weiß auch, wie es funktioniert und was man vielleicht auch noch selber machen könnte. Die Schülerinnen und Schüler sind im Grunde dann nur Nutzer dieser ganzen Produkte und treffen in den Schulen überhaupt gar nicht auf den Hintergrund, was dahinter steht. Und im Grunde sehen die Schulen eben noch genauso aus wie früher. Wenn Sie heute in viele Klassenzimmer gucken, sehen die noch so aus wie vor 50 Jahren. Vielleicht hängt ein Whiteboard dran, das der Lehrer aber nicht benutzen kann. Jetzt ist die Frage, warum ist der Digitalpakt zu wenig? Ich glaube, er ist vor allem zu wenig, weil er nur Geld gibt und weil dahinter ein Konzept steht mit der KMK, was aus meiner Sicht entscheidende Schwächen hat. Zum einen plädiere ich sehr stark dafür, ein eigenes Schulfach einzuführen, Digitalkompetenzen, Programmieren, wie auch immer man das dann genau nennen möchte. Das kann man, glaube ich, auch nochmal in einem Prozess entwickeln. Ich glaube aber, es ist zu wenig, wenn man sagt, wir machen das jetzt in allen Fächern. Wenn man Deutsch in allen Fächern lernt, weil man eben beim Mathelernen irgendwie auch Deutsch braucht, halte ich das auch nicht für sehr überzeugend. Deswegen würde ich mich klar für ein eigenes Schulfach aussprechen, was in der jetzigen KMK-Vereinbarung
nicht vorgesehen ist, finde ich eine der entscheidenden Schwächen. Eine zweite Schwäche hat der Kollege auch schon angesprochen, Bring Your Own Device ist im Moment da das Konzept. Ich glaube nicht, dass technisch im Moment da ein gutes Konzept hintersteht, wie das am Ende vor Ort in den Schulen tatsächlich funktionieren soll. Die Lehrerinnen und Lehrer, die das betreuen sollen, müssen das letztlich irgendwie in der Privatzeit lernen. Es ist kein Geld davor gesehen, wie man überhaupt wirklich technisch die Schulen gut betreut bei der Ausstattung. Das heißt, da fließt jetzt einmal Geld rein und dann müssen die Schulen sehen, wie sie dann mit der technischen Ausstattung, die sie da bekommen, selber klarkommen. Das halte ich auch für kein überzeugendes Konzept, was die technische Ausstattung angeht. Also sowohl inhaltlich als auch in der technischen Umsetzung halte ich den Digitalpakt für stark mangelhaft. Jetzt ist die Frage, wie kommt man bei dem ganzen Thema eigentlich voran? Und da, glaube ich, blockieren wir uns im Moment stark selber natürlich an dem föderalen System. Gerade der Bund sagt auch, wir haben doch jetzt das Geld gegeben und damit sind wir raus, ist doch Länderaufgabe. Dann gibt es die andere Seite, das hat der Herr Brandenburg heute gar nicht vorgetragen, normalerweise gerade die FDP vorne dran, das Koalitionsverbot abschaffen und dann ist alles gut. Ich glaube nicht, dass wir sehr schnell sein werden, das Kooperationsverbot abzuschaffen, auch wenn es bei den Grünen da auch Sympathien für gibt. Ich würde aber eher dafür plädieren, uns nicht an dieser Blockade aufzuhalten, sondern einfach trotzdem jetzt gemeinsam Bund und Länder nochmal richtig in die inhaltliche Diskussion zu gehen. Was wollen wir eigentlich? Auch bei dieser KMK-Vereinbarung, die jetzt auch in einem sehr Schnellschuss aus meines Erachtens entstanden ist, nochmal ranzugehen. Und der Bund muss da, glaube ich, auch mit einer stärkeren inhaltlichen Forderung vorangehen und kann sich jetzt nicht komplett da rausziehen und auch nochmal einen regelmäßigeren Austausch unter den Ländern herbeiführen, gerade was digitale Bildung angeht. Das darf einfach jetzt nicht mit so einem einmaligen Akt erledigt sein. Und dann glaube ich, dass da mehr Dynamik drin ist. Und ein letztes Wort noch. Man sieht es daran auch, dass zunehmend private Initiativen... Das waren viele letzte Worte, aber nicht mehr die Ihnen wichtig waren. Aber dennoch, die Zeit ist um. Vielen, vielen Dank, Frau Christmann. Dankeschön. Und nur zur Erklärung, Herr Brandenburg hat sich natürlich leicht gemacht, der wusste, dass Christian Lindner als Keynote-Speaker da war, da hat er natürlich schon über das Kooperationsverbot gesprochen, da mussten Sie das nicht mehr machen. Liebe Jury, bitte. So, vielen Dank, Frau Christmann. Eine Frage, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt meines Erachtens als Pädagoge angesprochen, die Weiterbildung der Kollegen. Wir wissen alle als Pädagogen, man lernt nicht einmal eins durch eine sechsstündige Fortbildung. Deswegen habe ich große Zweifel an das Fortbildungsangebot in Deutschland. Wie würden Sie von politischer Seite das Fortbildungsangebot oder das Weiterbildungsangebot der Kollegen anders machen? Also ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz große Herausforderung. Das Problem ist, und es muss natürlich sich vieles ändern, da wo wir jetzt anfangen, Lehrerausbildungen in den Ländern zu verändern, dauert das erstmal noch 4 Jahre, bis die Lehrerausbildung reformiert ist und dann dauert 6 Jahre, bis die ersten Lehrer daraus hervorgehen. Das heißt, wir haben da einen Zeithorizont von 10 Jahren. Ich glaube, das muss man machen und das alleine ist eine große Aufgabe für die Länder, die im Moment eher mit Lehrermangel zu kämpfen haben. Ich glaube aber zusätzlich muss man in dieser Zeit, die jetzt einfach eine Weile dauern wird, kreative Lösungen finden, Leute von außen auch an die Schulen holen. Das passiert zum Teil ja auch schon in so privaten Initiativen, die da auch reingehen in so eine Lücke. Ich glaube, das könnte man noch stärker von staatlicher Seite befördern und Quereinsteigermodelle einfach stärker entwickeln. Da gibt es im Moment, glaube ich, noch nicht viele Ideen, aber auch das wäre aus meiner Sicht eine Aufgabe für die KMK, da ein gemeinsames Konzept zu entwickeln und dann aber auch ganz schnell loszulegen. Das darf halt nicht alleine schon wieder 3 Jahre dauern, bis man dann so ein Konzept hat. Nicht streiten, jeder kommt dran. Frau Christmann, Sie hatten gesagt, Programmieren bzw. digitale Kompetenzen als Pflichtfach. Wie sehen Sie das genau? Überall, nur in der Grundschule, im Gymnasium? Wie stellen Sie sich das vor? Also ich glaube, es muss einen Zeitpunkt geben, ab dem man damit anfängt. Ich würde mich jetzt nicht festlegen wollen, ob das in der Grundschule sein muss oder ab der 5. Klasse oder so. Ich finde, das kann man ja auch wirklich nochmal mit Bildungsexperten diskutieren, was da das richtige Alter ist, wo man einsteigt. Aber im Moment ist das ja ganz sporadisch, nur in einzelnen Bundesländern gibt es das, in anderen gibt es das gar nicht. In Baden-Württemberg gibt es das jetzt ab der 7. Klasse, glaube ich, 1 Stunde pro Woche Informatik dann auch. Das heißt, es gibt weder eine Klarheit darüber, was eigentlich für Inhalte in diesem Fach drin sein sollten, weil das reicht eben von Informatik bis zu nur Programmieren, bis zu irgendwie Medienkompetenzen, was alles total unterschiedliche Sachen sind. Und ich wünsche mir die Debatte darüber, wie so ein Fach aussehen sollte. Das finde ich, dafür kann man sich vielleicht auch mal ein Jahr noch Zeit nehmen, dass man überlegt,
wie das genau aussieht, aber überhaupt darüber mal zu debattieren, ab wann das richtige Alter ist und wie so ein Fach aussehen soll, das würde ich mir wünschen, weil im Moment gibt es diese Idee, glaube ich, gar nicht, weil immer nur verwiesen wird, ja, alle Lehrer müssen das jetzt lernen und überall in ihrem Unterricht einbringen. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Überforderung der Lehrer. Wenn man auch ein bisschen gezielter Menschen für so ein Fach ausbildet, ist vielleicht auch nicht auf jeder Lehrerin und jedem Lehrer so eine hohe Last, auch wenn es natürlich jeder ein bisschen können muss, aber dann muss vielleicht nicht jeder der absolute Digitalexperte sein. Also ich glaube ja, dass die Digitalisierung kein Fach ist, sondern eine generelle Transformation, in die wir uns entwickeln im Allgemeinen. Wenn ich mir das jetzt anschaue in Deutschland, das heißt, wir müssten uns komplett verändern in der Art und Weise, wie wir die Schüler unterrichten. Gibt es denn überhaupt Anstrengungen, mal wirklich Kompetenz von außen, von ganz oben nach unten zu geben, um einfach zu sagen, was bedeutet das für uns? Sie sagen 10 Jahre Lehrerausbildung, in 2030 werden 50% der Jobs vielleicht nicht mehr da sein und ganz andere da sein. Das heißt, es muss ja irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen. Absolut, genau. Also meine Kritik war ja gerade, dass natürlich dieser 10-Jahres-Zeitraum viel zu lang ist. Das ist halt der Standard. Ich wollte nur den Standardzyklus von Politik darstellen, der eben so langwierig ist. Und deswegen meine ich ja auch, es muss viel schneller gehen mit kreativen Lösungen, die man jetzt in der Übergangszeit hat, die es übrigens auch schon gibt. Das war der Punkt, den ich eben nach der Zeit noch machen wollte. Deswegen ist das jetzt eine schöne Frage. Nämlich die Tatsache, dass es ja ganz viele private Initiativen sind, ja wahrscheinlich auch von ganz vielen, die ja jetzt heute hier auch zusammengekommen sind. Sie arbeiten ja alle genau an solchen Lösungen und ja auch an neuen Unterrichtskonzepten. Und die Schwierigkeit ist aber, das habe ich jetzt auch schon als Rückmeldung gerade von verschiedensten Privaten auf dem Bereich bekommen, dass im Moment der Markt gar nicht so richtig da ist, weil man nicht weiß, für welche Schulen man eigentlich was entwickeln soll. Insofern ist es schwierig, für eine unklare Unterrichtssituation überhaupt richtige Lehrmaterialien zu entwickeln, weil man nicht weiß, welche Lehrerinnen und Lehrer das letztlich dann anwenden werden. Und deswegen glaube ich auch, dass da so ein gemeinsames Commitment wichtig wäre, in welche Richtung es geht, dass man überhaupt möglich ist, sich auf eine Situation einzustellen, was man jetzt dann an die Mann und die Frau bringt. Ansonsten begrüße ich das sehr, dass es da natürlich auch Initiativen gibt, direkt an die Schulen zu gehen. Glaube aber, dass man natürlich auch ein bisschen gucken muss, dass der Staat das nicht völlig aus der Verantwortung gibt. Das ist natürlich zum Teil so, dass man da völlig überholt wird von staatlicher Seite und so ein paar Rahmenbedingungen, gerade auch was IT-Sicherheit, solche Dinge anliegt, glaube ich, braucht der Staat natürlich, muss er irgendwie am Ende auch noch in der Hand behalten. Vielen Dank, Anna Christmann. Dankeschön. Bei uns übrigens denken wir nicht in Zeiträumen von 10 Jahren, sondern ungefähr von 8 bis 9 Minuten, denn dann kommt schon der nächste Pitch. In diesem Fall kommt er von Anke Domscheit-Berg von der Linken. Ja, das ist ein Bild von der Gegenwart der digitalen Bildung heute. Symbolbild Dieselmotor, der Dinosaurier der künftigen Antriebstechnologien, den heute noch alle Kinder in der Schule lernen. Was sie leider nicht lernen, ist, was die DNA und die Funktionsweise der digitalen Gesellschaft bedeutet. Wie funktioniert die? Wie verändert sie sich? Was muss ich in der Zukunft können? Das lernen Kinder leider nicht. Sie lernen in Schulen, in denen die Infrastruktur fehlt, in denen das Internet lahm ist, in denen selbst die Lehrer sagen, sie sind nicht ausreichend ausgebildet, in denen es keine IT-Admin-Kräfte gibt und 99% der Schülerinnen und Schüler sagen, sie würden gerne mehr über digitale Bildung lernen. Was wir uns vorstellen, das ist eine Bildung, die angemessener ist für die Zukunft. Das fängt bei Infrastruktur natürlich an. Der Digitalpakt mit den 5 Milliarden über 5 Jahre reicht, um alle Schulen mit schnellem WLAN auszustatten. Das ist toll, aber halt sehr wenig, weil nur die Infrastruktur macht es leider auch nicht. Ich brauche, das wurde schon angesprochen, auch ausgebildete Lehrkräfte. Ich brauche neue Inhalte, die in die neue Zeit passen. Ich brauche aber eben nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, die zum Beispiel Informatik, das Unterscheiden von Fake News und alle diese Dinge beibringen. Ich brauche vor allem auch Fachkräfte, die sich um die IT kümmern. IT-Admins gibt es in Schulen nämlich gar nicht. Da gibt es überhaupt keine Personalstellen für. Das machen Informatiklehrerinnen und Lehrer nebenbei. Dafür haben die aber eigentlich gar keine Zeit. Davon abgesehen, dass sie dafür auch gar nicht ausgebildet sind.
Ich habe als Bild da den Calliope raufgebracht. Ich nehme an, der ist hier im Raum wahrscheinlich bekannt. Ein Mikrocontroller, manche sagen Mikrocomputer, das ist er eigentlich gar nicht, aber es ist ein Gerät, das kann man ab der dritten Klasse bereits einsetzen, um Kindern schon das Programmieren, aber auch die Funktionsweise von Sensoren beizubringen. Das Ding ist mit 25 programmierbaren LEDs in der Mitte ausgestattet, mit verschiedenen Knöpfchen. Es hat etliche Sensoren schon drauf, Beschleunigungssensor, Lagesensor, alles mögliche andere. Und ich kann es an viele, viele Dinge anschließen und von der Wetterstation bis zum Metronom, bis zum Zufallszahlengenerator in Mathematik oder einem Geschwindigkeitsmessgerät in Sport praktisch alles damit machen. Kostet 35 Euro und zeigt, am Geld muss digitale Bildung nicht scheitern. Wir wollen, dass Kinder emanzipatorisch sich bewegen können in einer digitalen Gesellschaft, dass sie damit auch lernen, wie sie sie gestalten können und nicht nur, wie sie sie verstehen. Es kommt dabei darauf an, sich orientieren zu können und Kompetenzen zu erwerben. Also nicht bloß Wissen irgendwo runterzuladen. 2/3 aller Grundschüler werden in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Digitale Bildung von links, das ist eigentlich alles, was irgendwie mit dem Begriff Open sich verbinden lässt. Fängt an bei Open Educational Resources, die wir gerne staatlich gefördert sehen wollen, aber auch mit einer Qualitätssicherung. Wird deshalb sehr oft heute noch nicht benutzt, weil man sich nicht sicher ist, ob sie wirklich bestimmten Standards genügt. Wir wollen mehr Open Source, wir wollen, wo immer das möglich ist, auch Open Hardware. Der kleine Calliope Mini ist zum Beispiel Open Hardware. Und wir wollen Urheberrecht verändern, wir wollen eine allgemeine Wissenschafts- und Bildungsschranke. Nicht das mit den 15% eines Lehrbuchs darf man kopieren, das ist doch kompletter Blödsinn, das passt nicht in unsere Zeit. Alles, was für Bildung, Lehre und Wissenschaft benutzt wird, muss befreit sein von der Schranke des Urheberrechts. Last but not least, wir wollen ein lebenslanges, offenes, barrierefreies Bildungssystem für alle. Dankeschön. Vielen Dank, Anke Domscheit-Berg. Bitte schön, liebe Jury. Das war ein guter Pitch, der hat mir gut gefallen. Eine Frage habe ich dazu, Frau Domscheit. Was heißt denn Educational Resources, von woher keine Beamten, die Kinder unterrichten? Also Open Educational Resources meint im Prinzip frei lizenziertes Bildungsmaterial. Das für den Calliope zum Beispiel gibt es sehr viel. Selbst Cornelsen hat ein Buch erstellt, Lehrmaterialien für den Calliope Mini. Das ist alles quasi Open Source. Man kann es benutzen, man kann es kopieren, man kann es beliebig verteilen, man muss dafür keine Lizenzgebühren bezahlen. Und deswegen ist es aber auch wichtig, dass man es qualitätssichert. Es entsteht ein großes Ökosystem an Bildungsmaterialien und das ist auch gut so, aber nicht alles davon ist gut genug für die Lehre. Also man muss das verbinden. Ich bleibe auch gerne bei dem Thema, weil bei Open Educational Resources ist toll im Unterricht. Ich nutze das sehr gerne selber. Ich unterrichte auch meine Kollegen da drin. Aber das Problem ist, dass es ändert sich ganz schnell. Und das heißt, zeige ich Montag meine Kolleginnen hier eine App und sage, das können sie kostenlos runterladen, dann kommen die 2 Wochen später und die App ist weg. Das heißt, die Umstellungsbereitheit der Lehrkräfte ist unglaublich wichtig da. Und dann kommen wir zurück zu der Frage, was Sie auch vorher gestellt haben. Wie sollen die Kollegen sozusagen die Zeit dafür haben, wenn alles open ist, wenn man nichts sicher hat? Wie stellen Sie sich das vor? Na, ich würde mir vorstellen, dass es staatlich geförderte Strukturen, Prozesse und Mechanismen gibt, die dafür sorgen, dass zum Beispiel in einer solchen Schulcloud auch zertifizierte Materialien rumliegen. Ich will ja mit Open Educational Resources nicht sagen, jeder kann alles irgendwo hinstellen und jeder Lehrer kann, also Lehrkräfte sollten selber entscheiden können, was sie benutzen, das schon. Aber es muss eine Möglichkeit geben, das Qualitäts zu sichern. Und ich glaube, dass das möglich ist. Und wenn man einmal für einen bestimmten, weiß ich, Physik, irgendwas mit Schwerkraft, wenn man da bestimmte Lehrmaterialien hat, dann heißt das ja, wenn die einmal da zertifiziert für alle zur Verfügung stehen, nicht, dass die morgen weg sind. Das kann mit einer beliebigen App passieren, aber nicht mit qualitätsgesicherten, zertifizierten OER-Materialien. Vielleicht meine Frage noch baut auf den Fragen der Vorredner auf. Sie haben viel von Open Source, Cloud, Bildungscloud gesprochen.
Wenn wir aber jetzt auch natürlich einen Qualitätscheck machen wollen, zertifizierte Dokumente, wie Sie auch angesprochen haben, brauchen wir dann wieder auch wieder Komitees, Gremien, die das wieder überprüfen? Verlieren wir da nicht zu viel Zeit, wenn wir diese Mechanismen einführen? Stichwort Administrationsaufwand. Wie sehen Sie das? Also ich sehe das nicht so, weil wir im Moment extrem viel Zeit verlieren, dadurch, dass die Prozesse, die es heute gibt, gute, aktuelle Bildungsmaterialien zu erstellen, grottenlangsam sind. Man muss sich ja nur mal so ein paar Schulbücher angucken, die lesen sich wirklich teilweise wie vor 10 Jahren, bis hin zu den kleinen Bildchen, auf denen es noch Telefone mit Strippen gibt. Also da versteht ja ein Kind nicht mal, was das sein soll für ein Ding mit Scheibe drauf, ja. Also ich glaube, dass wir gerade dadurch, dass wir die Entstehung von Bildungsmaterialien crowdsourcen und ganz viele Lehrkräfte sind super innovativ, die machen ganz kreative, tolle Sachen, die entwickeln das ja sowieso schon. Die einzige Herausforderung ist, das bereits entwickelte großartige Zeug einmal qualitäts zu sichern und dann möglichst vielen Menschen quasi mit dieser Art TÜV-Siegel zur Verfügung zu stellen. Und damit kann ich den Prozess unglaublich beschleunigen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass man die Qualität enorm steigern kann. Danke. Herzlichen Dank, Anke Domscheit-Berg. Dankeschön. Einen Pitch haben wir noch vor uns, der kommt von Andreas Steyer von der CDU. Ja, hallo, ich bin Andreas Steyer, bin Ingenieur und entwickle die Zukunft, jetzt im Bundestag hier. Wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meine Schulzeit, dann haben wir in der Schule auf einem C64 damals Algorithmen gelernt mit Basics und Patran. Im Studium habe ich dann weitergeführt eine finite Elementanalyse in meiner Diplomarbeit. Und wenn man ein bisschen weiterdenkt im Beruf, dann kann das dabei rauskommen hier. Nike Plus Basketball tracks them all. Die Bilder kommen gleich nach. How high you jump, how quick you are. Ah, Sie haben YouTube erfunden. Nein. Nein. Sensor. Komm mal rein. Ja, ich glaube, wer hingeschaut hat, den Sensor im Schuh, den habe ich entwickelt, auch Patente darauf. Und von daher muss man wissen, worum man hier spricht. Wenn man über digitale Bildung spricht, dann muss man eins können. Man muss auch wissen, das Wissen der Physik der Dinge muss man beherrschen. Man muss wissen, wie man digitale Anwendungen auch weiterentwickeln kann. Ja, und man muss auch den Mut haben, neue Wege zu gehen und neue Dinge zu entwickeln. Wenn man das mal ein bisschen runterbricht, dann kann man auch die Anforderungen an die digitale Bildung herausarbeiten, dass man eben guckt, okay, junge Menschen müssen lernen, analytisch zu denken. Das heißt, sie müssen das Prinzip der Ursache, der Wirkung und auch der Folgen verinnerlichen. Das heißt, sie müssen logische Konzepte aufbauen können und das ist der Anspruch auch für Bildung in der Schule. Und da müssen wir auch gucken, dass wir da weiter voranbauen. Die Leute, die Kinder dürfen auch nicht nur mit Apps spielen, mit Spielen auf dem Smartphone umgehen, sondern die müssen auch gucken, dass sie mit dem Computer auch logische Systeme zusammenbauen. Und wenn sie das verinnerlichen, dann haben sie analytisches Denken drauf und da können sie auch selbst mit Selbstvertrauen vorangehen und neue Dinge entwickeln. Und ich denke mal, das ist auch im Prinzip, wo ich meine Forderung auch für die digitale Bildung herausleite, in der Grundschule, dass wir eben in der Grundschule hingehen im ersten Schuljahr und wirklich den Kindern auch anfangen, einfache logische Konzepte, so wie im Informatikunterricht, beizubringen, auch Sprachen zu lernen, weil jemand, der eine Programmiersprache beherrscht, der kann auch den Transfer in andere Programmiersprachen machen. Und das ist, denke ich mal, ein Punkt, den wir uns vornehmen müssen. Wir müssen dann natürlich auch das Lehrpersonal qualifizieren. Das heißt, die Lehrer müssen auch fähig werden, entsprechend den Schülern das beizubringen. Nur wenn die Lehrer auch qualifiziert sind in der Materie und den Schülern auch ein bisschen Interesse beibringen, dann sind wir auf einem guten Weg und da müssen wir hin, dass die Lehrer auch entsprechende Dinge, Konzepte mit den Schülern entwickeln können. Und man muss eins wissen, ein Schüler lebt ja auch von dem, was er entwickelt. Er gewinnt Selbstvertrauen und er weiß auch, wie er entsprechende digitale Zusammenhänge auch weiterentwickeln kann.
Schulen müssen natürlich auch die Voraussetzungen schaffen, auch die Grundlagen darbieten, dass man auch eine gute Internetanbindung hinkriegt. Da hatten wir im Digitalpakt ja auch entsprechend weiter Mittel bereitgestellt. Wir müssen auch gucken, dass die Schulen auch entsprechende Computer, entsprechende Laptops auch zur Verfügung stellen, dass die Kinder auch direkt die Dinge, die sie vorher gelernt haben, auch in der Praxis umsetzen können, dass sie ein Erfolgserlebnis bekommen und dass sie auch fähig sind, entsprechend den Transfer auch in der Wirtschaft eben weiterzumachen, wenn sie aus der Schule rauskommen und im Studium entsprechend dort vorangehen. Wenn wir die alle Dinge haben, da bin ich mir sicher, dass wir einen guten Schritt gemacht haben. Und da können wir auch getrost und mit guter Zuversicht in die Zukunft schauen. Und ich denke mal, hier im letzten Film können wir kurz nochmal reinschauen. Da habe ich noch einen. Ich würde Ihnen 10 Sekunden schenken, weil wir vorhin einen Lapsus mit YouTube hatten. Aber nur 10 Sekunden. Also Sie dürfen nicht fragen, wo Sie diese Schuhe herbekommen, ansonsten bitteschön. Die sind noch ausverkauft. Ich werde ein bisschen fies sein, weil eigentlich muss ich sagen, mit den Inhalten kann ich sehr gut mithalten. Aber Sie hatten heute 2 Assistenten. Stellen Sie mir vor, so in der Schule würden Sie genau für so eine Schulklasse stehen. Da hat man keine 2 Assistenten. Wie würden Sie sozusagen das an Schule rübertragen? Weil ein Präsentation zu machen, finde ich toll, aber 2 Assistenten hat man als Lehrer nicht. Wie würden Sie diese Lehrer befähigen, dieses Schulfach durchzuführen? Wenn ich ein bisschen fies sage, wenn die selbst nicht in der Lage sind, eine Präsentation zu machen. Nein. Das war fies, ich habe es gesagt. Also ich habe ja auch solche Präsentationen gemacht. Ich hätte die selbst gemacht im PowerPoint, da wäre das automatisch abgelaufen. Aber meine Frage haben Sie noch nicht beantwortet. Wie Sie die Lehrer sozusagen dafür befähigen würden? Wie würden Sie die Assistenten in der Schule bringen? Nein, ich denke mal, die Lehrer, die sind sehr wohl. Also ich meine, ich habe ja das System auch durchlaufen. Schulsystem, bin auch fähig geworden, solche Dinge zu entwickeln. Das heißt, man muss den Lehrern auch Zutrauen geben, man muss denen natürlich auch Handwerkszeug geben, dass die sich auch in solche Dinge einarbeiten. Und hier sitzt ja auch im Publikum ein Lehrer, der eine gute Schule hat, bei mir im Wahlkreis, wo ich auch schon zu Besuch war. Und entsprechend, Herr Schäfer sitzt ja da, entsprechend kann man auch Lehrer weiterbilden, man kann das Interesse wecken. Und die Lehrer, denke ich mal, die haben auch Interesse, dass sie eben neue Dinge anpacken. Und so habe ich das ja auch vor 25 Jahren schon in der Schule erlebt, dass eben immer Lehrer auch da sind, die Interesse haben an der Sache. Aber haben Sie von Staat genug Geld in dem Digitalpakt sozusagen oder in dem Koalitionsvertrag für diese Qualitätserhebung von sämtlichen Schulen bereitgestellt? Ja, wir haben im Digitalpakt ja 5 Milliarden zur Verfügung gestellt vom Bund. Wobei ich ja immer sage, verantwortlich sind ja primär auch die Länder und die Länder natürlich runtergebrochen auf die Schulträger in den Kommunen. Das heißt, wir haben vom Bund ja gesehen, dass die Länder ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und die 5 Milliarden sind ja on top. Das heißt aber nicht, dass die Länder ihr Geld, ihre Verantwortung einfach rausziehen und das Geld eben anderweitig verwenden. Da müssen wir drauf achten. Auch bei uns in Rheinland-Pfalz ist das manchmal so, dass die Landesregierung da klebrige Finger hat. Da müssen wir auch vom Bund auch aufpassen, dass die Gelder auch zielgerichtet unten ankommen. Jetzt habe ich ja heute Vormittag gelernt, dass der Digitalpakt ja schon etwas älter ist als jetzt in diesem neuen Koalitionsvertrag. Wie sorgt denn Ihre Partei dafür, dass er diesmal wirklich live geht? Ja, ich kann ja jetzt mal aus meinem Wahlkreis sprechen. Da haben wir ja auch vor Ort entsprechend einen Pilotraum gegründet, wo wir eben gerade auch, wenn es Stichwort Internetanbindung geht, wo wir auch geguckt haben, dass die Mittel, die vom Bund bereitgestellt werden, auch unten vor Ort ankommen. Wenn man spricht mit Breitbandversorgung im ländlichen Raum, sind ja die Megabit-Zeitalter stellenweise noch nicht angebrochen, aber da sind die Mittel auch entsprechend umgesetzt worden und wir sind jetzt in der Umsetzung auch vor Ort, dass wir wirklich die Anschlüsse bekommen. In den Schulen investieren wir auch. Da denke ich mal, wird mein der Kollege hier auch, Herr Schäfer, auch nicht Negatives hier berichten. Da investieren wir in der Schule, aber ich gebe Ihnen recht, wir müssen noch mehr machen. Wir müssen auch mehr investieren, wir müssen vor allen Dingen auch den Schulen das Material zur Verfügung stellen. Und da haben wir jetzt eben neu aufgelegt in der neuen Legislaturperiode. Es steht im Koalitionsvertrag drin, dass wir 5 Milliarden da investieren, zusätzlich zu den Mitteln, die die Länder natürlich auch bereitstellen müssen.
Also vielen herzlichen Dank, Andreas Steyer, an dieser Stelle erstmal. Danke sehr. Bleiben Sie ruhig gleich oben. Denn Sie wissen ja, Feedback vom Wähler bekommen Sie alle erst in 3,5 Jahren. Deswegen bekommen Sie alle zusammen jetzt nochmal Feedback von der Jury. Deswegen darf ich auch zu uns nochmal auf die Bühne bitten. Anna Christmann, Anke Domscheit-Berg, Wiebke Esker und Jens Brandenburg. Bitte schön. Und Sie dürfen ruhig nochmal klatschen. Liebe Jury, jetzt hätte ich dann doch gerne noch einmal ein bisschen qualitatives Feedback. Was hat Ihnen, was hat euch gut gefallen, was habt ihr vermisst, wo seht ihr genügend Unterschiede, wo vielleicht auch zu wenig zwischen den einzelnen Parteien, was wünscht ihr euch noch? Ja, ich würde mal starten. Ich fand die Pitches von der Frau Domscheit-Berg in Kombination mit dem Dr. Brandenburg, also FDP und Linke, wenn man das mischen könnte. Wow, das ist... Das ist echt ein hehrer Anspruch, ich weiß. Ist Christian Lindner noch da? Nee. Ich glaube, der ist schon gegangen. Nein, ich fand in beiden echt klasse Elemente, neue Elemente, ob das das Thema virtuelle Brillen war bei Ihnen oder auch bei Frau Domscheit-Berg, das Thema Open Source, digitale Bildung mit Zugang, mit Zugriff für alle, fand ich spannend. Hat mir am besten gefallen. Ich würde mich auch sehr gerne bedanken, das war sehr spannend. Ich finde es toll zu hören, dass alle große Visionen haben. Das finde ich immer toll und das brauchen wir in dem Bereich. Ich höre auch, dass alle sozusagen wirklich das Thema Soft Skills, nenne ich das immer, und da meine ich wirklich meine Kollegen, die Lehrer, sozusagen in Vordergrund stehen. Das war bei allen so. Mir hat es ein bisschen gefehlt, wie oft sozusagen die Umsetzung. Und ich komme ja aus einem ganz kleinen Land, das haben wir schon auch vorher besprochen, wo ich Schwierigkeiten habe, diese Riesen hier, was wir Deutschland nennen, zu verstehen. Und ich würde mich wünschen, das habe ich auch hier, dass Sie als Politiker das mitnehmen, dass wir wirklich, dass es ein ganz, ganz langer Weg gibt von dieser Präsentation bis zur Grundschule XY in Rheinland-Pfalz und auch in Berlin. Und dass diese Verbindung sozusagen hergestellt werden, weil wir können nicht nur von den guten Beispielen arbeiten, das ist toll, die gibt es überall, die werden aber auch weiterlaufen. Aber wir brauchen die Kolleginnen und Kollegen, die nicht den Anspruch haben, die müssen wir sozusagen mitnehmen. Und da brauche ich sozusagen, und das hat mir ein bisschen gefehlt, auch die Visionen für die. Also als politische Multiplikatoren sozusagen, wie die dafür da funktionieren können? Ja, eigentlich eher sozusagen, wie man von die Seiten der Politik auch sichern, dass alle Grundschullehrer sozusagen mitgenommen werden und dass man nicht nur über die Visionen spricht, aber auch wirklich sich Gedanken macht, Motivationsstrategie. Wie kommt es da unten okay. an. Okay, prima. Also erstmal muss ich sagen, dass in jedem Vortrag wirklich was drin war, was mir sehr gut gefallen hat. Und das, was mich natürlich als Vertreter der Industrie positiv stimmt. Ich bin sehr nervös, was das Thema digitale Transformation anbelangt. Und ich bin deswegen so nervös, weil die Plattform, auf der wir alles bauen, ist Bildung. Und wirklich neben dem Positiven, dass es jeder auf seiner eigenen Agenda hat und dass es wirklich diskutiert wird, würde ich mir wünschen, dass die Dringlichkeit dessen, was wir als Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern abliefern müssen, die sehe ich noch nicht und die würde ich mir wünschen, weil es muss als allererstes diskutiert werden, weil wenn wir es nicht tun, tun es andere und es würde mir sehr leid tun, wenn wir am Ende des Tages Schlusslicht wären. Dankeschön. Und trotz dieser mahnenden Worte gibt es jetzt erstmal was fürs Abgeordnetenbüro, nämlich eine Urkunde für jeden. Gerahmt sogar schon. Es gibt also keine Entschuldigung, die nicht morgen gleich aufzuhängen. Oder Herr Steyer auch aufhängen zu lassen von Ihrem Team. Also das ist mir, wie Sie wollen. Das ist. Wir stellen uns gleich nochmal auf. Können wir dir, lieber Till Budde, noch einen Gefallen tun, wie wir stehen sollen, damit das Foto besonders hübsch ist? Ist schon sehr gut, okay. Lächeln vielleicht.
Gleich ist er auf der Straße angelangt. Alles gut? Alles passiert? Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Liebe Jury, Sie sind entlassen. Den Abgeordneten würde ich gerne vielleicht noch eine Frage stellen. Soll ich notfalls was halten? Und gerne auch ganz unstrukturiert, wer was antworten möchte. Also gäbe es nur Bildungspolitik, habe ich das Gefühl, wärt ihr euch relativ nah, oder? Ist das so? Also gibt es da viele Berührungspunkte oder trügt der Schein? Wenn es nicht nur Bildungspolitik, sondern auch unglaublich viel Geld gäbe. Ich glaube, dann wäre es ein. Ach so, okay. Ist an. Ja, ich denke mal, in der Bildungspolitik sind die Gegensätze nicht so gravierend. Allerdings gibt es da auch schon noch Unterschiede in der Bildungspolitik. Ich denke mal, über andere Themen, die sind natürlich in der Öffentlichkeit wesentlich bekannter als die Bildungspolitik. Also wir müssen die Prioritäten ein bisschen anders setzen. Also in der Front, denke ich mal, ich habe ja eben so kurz angesprochen, ja. Ich sehe die Länder immer noch in der Verantwortung drin, dass die auch dafür sorgen sollen, eine gute Bildung da voranzutreiben. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon ziemlich große Unterschiede in der Bildungspolitik. Also alleine dessen, dass es natürlich einige Parteien gibt, die das Kooperationsverbot aufheben wollen und andere, die das nicht tun wollen, ist, glaube ich, schon alleine ein großer Unterschied. Und ich glaube schon auch ein bisschen bei der Herangehensweise, der versucht da irgendwie alle zu befördern und alle gleichermaßen irgendwie auch mitzunehmen. Da unterscheiden sich, glaube ich, die Parteikonzepte zum Teil auch ein bisschen. Und ansonsten würde ich sagen, ein bisschen bei der Ungeduld. Also Sie haben das jetzt selber kritisiert am Koalitionsvertrag. Ich finde es schon einigermaßen erstaunlich, wie man jetzt so ein Riesenthema wie digitale Bildung für erledigt erklären kann von Bundesseite mit 3,5 Milliarden, die man jetzt gibt. Alles, was ich erlebe, wenn man über dieses Thema spricht, ist, dass CDU und SPD in der Regel sagen, haben wir doch jetzt im Koalitionsvertrag, ist doch nichts mehr zu tun. Und da wäre ich schon dezidiert anderer Meinung. Da will ich, an der Stelle muss ich aber natürlich jetzt nochmal, und da sind dann verlaufen die Linien natürlich auch gerade zwischen Regierungsverantwortung und Opposition. Ich habe den ganzen Tag irgendwie Klausurtagung des Arbeitskreises Bildung irgendwie der Bundestagsfraktion gehabt und da hat niemand gesagt, steht im Koalitionsvertrag, ist jetzt alles erledigt. So. Und wir wissen auch, dass nicht alles, was irgendwie in den nächsten 3,5 Jahren passieren und politisch gestaltet wird, im Koalitionsvertrag vorher stand. Das war noch nie in einer Legislaturperiode so. Also von daher, glaube ich, gibt es schon ganz viele Ansatzpunkte und ich würde halt auch nicht sagen, da ist die eine Zahl und damit haben wir das Thema Digitalisierung abgemacht. Wenn ich zum Beispiel eine Ergänzung noch geben darf zu dem eben, es ist richtig, dass wir, wenn wir die Lehramtsausbildung reformieren wollen, dass das ein Zyklus von 10 Jahren ist, über die Lehrerausbildungsgesetze der Länder. Aber wir haben beispielsweise die qualitätsoffensive Lehrerbildung drin und die hat einen Schwerpunkt bei uns zum Thema Digitalisierung der Bildung, digitale Bildung, sowohl auf alle Schulformen bezogen und auch noch über einen weiteren Punkt, das will ich nochmal ansprechen, weil das hier heute noch gar nicht Thema war, gerade auch die Digitalisierung der Berufsschulen. Denn das ist, glaube ich, dann der Punkt, der ganz stark auch die Transformation der Arbeitswelt betrifft. Also wir haben einen riesigen Nachholbedarf in der Berufsschulbildung, was die Digitalisierung angeht, was nämlich ganz nah dran ist an den technologischen Veränderungen, die wir in den Berufen haben, die da ausgebildet werden. Mhm. Also von daher hat niemand die Auffassung, jetzt ist alles erledigt, sondern wir machen uns da ganz realistisch dran und haben auch schon die Dringlichkeit erkannt. Da habe ich keine Aber Sorge. Wie es immer so ist, wenn man eine Regierung hat, dann will man auch ein bisschen dafür beklatscht werden. Das können wir, glaube ich, auch alle ein bisschen verstehen. Jetzt möchte ich gerne die zukünftigen Koalitionäre auch noch hören, wie Frau Frank angeregt hat. Ja, ich möchte jetzt auf die Koalition gar nicht eingehen. Ich glaube, da gibt es andere Hindernisse als das, was wir zur Bildungspolitik gehört haben. Also zum einen, ja, ich stimme Ihnen zu, dass es durchaus einige Gemeinsamkeiten gibt. Also wenn ich Herrn Kretschmann jetzt mal ausnehme, der ja leider eine große Rolle gespielt hat, aber zu großen Teilen der Grünen sehe ich von unserer Seite sehr große Übereinstimmung. Wir sind leider von der absoluten Mehrheit zusammen noch ein bisschen was entfernt, arbeiten aber bald dran. Ich meine, also offen gesagt, die Jamaika-Verhandlungen sind ja unter anderem am Thema Kooperationsverbot. Wir haben es rauf und runter diskutiert. Das war ja einer der Punkte, um die es ging am Ende. Ich würde Ihnen aber auch empfehlen, Sie müssen ja nicht alles glauben, was hier vorne jetzt erzählt wird, sondern achten Sie einfach in den nächsten 3,5 Jahren mal auf das Abstimmungsverhalten. Also beim Thema Digitalpakt haben Sie ja durchaus gehört, da gibt es ein paar, die sagen, naja, die 5 Milliarden sind ein ganz großer Wurf und andere haben gesagt, das ist viel zu wenig.
achten Sie mal auf das Abstimmungsverhalten bei der Frage, wofür darf das ausgegeben werden, diese 8 Milliarden. Nichts für Breitbandanschlüsse und so weiter, da verweist man auf das Verkehrsministerium. Auch nicht für sowas wie Lehrerfortbildung und so weiter. Ist eine Aussage des Ministeriums, wir haben ja danach gefragt, explizit ausgeschlossen. Nicht für digitale Endgeräte der Schüler und. Das heißt, das Einzige, was am Ende übrig bleibt, ist zu sagen, diese 5 Milliarden dürfen halt ausgegeben werden für die technische Infrastruktur in den Schulen. Wir haben es aber eben gesehen, das ist so ein ganz, ganz kleiner Teil. Also messen Sie uns bitte, tun Sie uns allen und sich selbst den Gefallen, messen Sie uns bitte konkret am Abstimmungsverhalten in den nächsten 3,5 Jahren. Vielen Dank. Noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen politische Bildung. Guckt aufs Abstimmungsverhalten. Dankeschön. Ja. Ich muss natürlich auch noch die Unterschiede hervorheben. Also das sind relativ viele, angefangen bei sowas wie Bring Your Own Device. Die Linke steht für soziale Gerechtigkeit. Und wenn die einen mit dem nagelneuesten iPhone kommen und die anderen haben gar keins, ist das für uns keine soziale Gerechtigkeit. Wir sind das Land, das Kinder am schlechtesten ausgleichen kann im Bildungserfolg, was ihren sozialen Hintergrund angeht. Und das muss man natürlich im Bildungsauftrag verändern. Das ist eine große Aufgabe, die kostet auch unheimlich viel Geld, weil da muss man solche Unterschiede ausgleichen. Und diese 3,5 Milliarden, die in digitale Bildung fließen, da würden wir in der Tat unsere Prioritäten völlig anders setzen. Also die Regierungskoalition, die will das Rüstungsziel im Prinzip verdoppeln. Das sind 35 Milliarden Euro, die zusätzlich ausgegeben werden sollen. Das ist genau der Faktor 10 von dem, was in digitale Bildung fließt. Und die Linke ist nicht nur die der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch die Friedenspartei, die gegen Waffenexporte ist, würden wir einfach komplett einsparen. Die 35 Milliarden, da könnte man echt mal einen großen Wurf machen in der Bildung. Da hätten sie alle relativ schnelles WLAN, sie hätten vernünftige Lehrerausbildung, sie hätten keine Bildungsunterschiede mehr bei Kindern, die vom sozialen Hintergrund abhängen, weil man all denen, die kein anständiges Gerät haben, mindestens ein Leihgerät geben könnte und so weiter und so fort. Und das Thema Open, das hatte ich ja schon vorgestellt. Andere Parteien, die würden wahrscheinlich große Kooperationsverträge machen mit Firmen, deren Logos wir hier auch lesen können, die dann quasi die Kinder am besten auf den Arbeitsmarkt vorbereiten, weil es dort gängige Produkte sind, die da benutzt werden. Uns geht es aber nicht darum, Kinder am besten für künftige Arbeitsmärkte auszubilden, nicht allein, sondern es geht vor allem um einen emanzipatorischen Umgang, das Mitgestalten der digitalen Gesellschaft. Und da sind Open-Source-Produkte viel interessanter, weil ich nämlich da das Gestalten viel mehr lernen kann. Vielen Dank. Ich bin aber froh, dass wir... am Ende dann doch beim Thema Open waren, denn die Bitkom-Rüstungskonferenz gibt es Gott sei Dank noch nicht. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den Damen und Herren Abgeordneten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.